Okay. William, ich weiß nicht, ob das normal ist, aber die Schwangerschaft macht mich ein bisschen... Hm? Naja, aufgeregt. Oh Gott, hören mich alle auf dieser Frequenz? Ja? Ja? Max Haas. Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Nautschmann und ich begrüße euch wieder zu Wolfenstein 2, The New Colossus. Und wir sind in New Orleans, jawohl. Und wir müssen da vorne hin, was müssen wir erreichen? American Bank müssen wir erreichen, ja genau. So, da wollen wir hin. So. Rustikal abgetaucht. So, gucken wir mal. Erstmal hier lang. Mal schauen, wie wir uns einigermaßen vorbeischleichen können. So. Okay, da können wir nicht lang. Oh fuck. Das war's. Das war's schon wieder. Oh fuck. Alter. Schau mal weg. Ah, das hat ihn schon erwischt. Komm. So, zack. Und den nehmen wir uns auch noch mit. So. Ist der Hund Geschichte? Ja. So. Aber da ist noch einer. Schauen wir mal. So. Hauptsache, wir kriegen sie irgendwie gewuppt. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So. Guck mal. Den Hund hätte ich jetzt gern noch weg. Na? So. Der Hund muss noch weg. Oh. Ja, wo kommst du denn her? Komm schon. Der ist aber zäh. Mein lieber Gesangsfeind. Okay, ich glaube, irgendwas haben wir kaputt gemacht. Weiß nicht was, aber irgendwas hat er... Okay, er ist komplett kaputt. Sehr schön, so muss es sein. So. Hier ist die Bank auf Scotland Yard. So, Mauer von New Orleans fertiggestellt. New Orleans fertiggestellt. So. Komm, jawohl. So, der ist schon mal Geschichte. So, der auch. So, jetzt gucken wir nochmal. Ja, wir müssen weiter da lang. Da wären wir. Ich kann die Tragödie nicht rückgängig machen. Aber die Verantwortlichen bestrafen. Definitiv. Ich glaube, wir müssen durch den Bus. Ja. Boah. Komm. Oh Gott. Jawohl, wir haben ihn gleich super erwischt, glaube ich. Yes, baby.
Yes, baby, motherfucker. Eine Abkürzung durch dieses Gebäude. Was für eine Abkürzung? Durch was für ein Gebäude? Wollen wir können wir hier aufladen? Ah, nee. Hä? Ah, das Gebäude, meinte er. Mhm. Ja, toll. Können natürlich jetzt wieder nicht durch. Jawohl. Sehr schön. Sollen wir uns wieder die Waffe schnappen? Ja, komm, wir schnappen sie uns. Man weiß ja nie, was uns erwarten tun tut. So. Alarm! Ja, schickt ruhig Verstärkung. Der neue Terror-Billy ist da und hat keine Angst vor euch. So, jetzt wechseln wir mal wieder. So, kurz den Wow-Wow entfernt. So, komm schon. Alter. So, jawohl. Zack. So, jawohl. Bitteschön. Auch noch. Wir sparen jetzt mal ein bisschen Munition. So. Sehr schön. Sehr schön. Bleib hier. Ich glaube, wir müssen darunter. Ja. Und definitiv hier wieder darunter. Darüber. Und da rein. So. Einfach mal die Tür aufgemacht. Der Clan lobt das neue Regime. Okay. Sehr schön. Kran holen wir jetzt mal. Der Brückenkran läuft jetzt wieder. Ah ja. Sehr schön, dass der wieder läuft. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich zum Brückenkran. So. Gucken wir mal, wie wir da am besten hinkommen. Ja, so. William, wir bewegen uns jetzt vom Turm aus weiter. Die Minen sind entschärft. Fergus geht voraus. Hatten gerade ein Gefecht. War knapp. Okay. William, ich weiß nicht, ob das normal ist, aber die Schwangerschaft macht mich ein bisschen... Hm? Naja. Aufgeregt. Oh Gott, hören mich alle auf dieser Frequenz? Ja? Ja? Max Haas. Geil. Aufgeregt, verstehe. Verstehe, ist klar. Verlass den Ringlockschuppen. Oh. Das ist wieder ein Bad Motherfucker, ein großer. Komm, jawohl. Erstmal den hier legen und dann. So. Komm. Oh, jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufpassen. Bisschen recovern.
Wo ist noch einer? So, okay. Ein bisschen Recover-Arbeit muss schon sein. So. Sarkas, ich muss mir wohl den Weg freispringen. Was? Freispringen? Oh mein Gott. Blaskovic. So, Handgranate haben wir jetzt. Okay. Gucken wir mal. Hä? Okay, warte mal. Dann machen wir es nur. Aber das geht auch nicht. Achso, warte mal. Wir können ja dran rennen. Ah ja. So einfach ist es. Ah, naja. Manchmal kommt man auf die einfachsten Sachen nicht. Naja, egal. So. Ja, und nu? Hä? Okay. Oh, guck mal. Guck mal, da bleiben. Nein. Aber wir können hier hoch. Sehr gut. Oh. So, jawohl, der ist geschissen. Wo muss ich eigentlich hin? Okay, ich glaube, ich muss aber erstmal die besiegen. So, erstmal wieder ran an die Braut. Oh fuck. Kurz mal Waffe wechseln. So. Komm. Jawohl, ja. Wow. So, ich glaube. Glaube. So, wir gucken mal. Okay. Dann kämpfen wir uns mal weiter durch. Da scheint sich jemand zu wehren. Oh, krass. Und wir haben wieder Gold gefunden. Naja, okay. So. Wo ist die Scheißbank? Ach, da oben. Dann gucken wir mal, dass wir da hinkommen. So.
So, okay. Komm, so. Okay, komm schon. So. Komm. Die kriegen wir auch noch gewuppt. So. So, erstmal jetzt in die Bank da rein. Mal da hoch, ja. Geil. Los, mein Sohn. Nimm meine Hand. Ja, gerne. So. Auf geht's. Sind Sie Priester? Oh, das hier. Ach Gott, die Klamotten habe ich nur gefunden. Ich heiße Horton. William J. Blazkowicz. Blazkowicz? Terror Billy? Höllenfeuer, du solltest doch tot sein. Bin auferstanden. Tja, Terror Billy, ich will ja nicht unhöflich sein, aber was machst du hier? Abgesehen davon, dass du unsere Ärsche rettest. Ich bin vom Wiesenau-Kreis. Wir starten eine Revolution. Ist das so? Das hier ist der letzte Ort, an den sich das Krebsgeschwür der freien Gedanken im ganzen Süden und darüber hinaus ausbreiten kann. Wir sind die Ausgestoßenen, die Mittellosen, alle, die keine gottverdammten amerikanischen Kleinbürger sind. Der Mann da, der sich gerade einen Drink genehmigt, das ist mein alter Freund Paris Jack. Paris Jack ist ein Schläger, ein Raufbold, ein echter Anarchist und ein genialer Klarinettist. Stimmt's, Paris? Ich blas nicht gern ins eigene Horn, wenn du verstehst. Die Straßen sind ruhig, Horton. Niemand... Moment. Ja, alles ruhig. Das ist die Professorin. Mit ihren Glubschern kann sie einen Dreckfleck auf dem Arsch einer Kuh auf 100 Meter erkennen. Diese verfickten Regimewichser. Wenn die hierher kommen, reißen wir denen den Arsch auf. Mit Glanz und Gloria! Halleluja! Ihr seid gute Leute hier. Schließt euch uns an, gute Leute können wir immer brauchen. Wie wollt ihr eure hübsche Revolution denn lostreten, Terror Billy? Terror Billy? Heilige Scheiße, er ist es. Hat die Regimetante sie nicht getötet? Scheint, unser Freund hat Gevatter tot gesagt, fick dich, Mann. Er ist beim Wiesenau-Kreis, lebende Legende. Ich weiß, wer das ist. Oh, verdammt, da kommen sie. Paris, ich bin irgendwie nervös. Würdest du dich drum kümmern? Ich seh mal, was ich tun kann. Also meine Ma sagte, trau keinem Mann, der keinen Whisky verträgt. Also setz dich, Terror Billy, entspann dich und trink anständig aus. Boah, was zum Teufel ist das für ein Zeug? Old Horton's Special. Alter Schwede. Hör zu, Terror Billy. Ich respektiere deine Ambitionen, aber es ist einfach zu spät, verstehst du? Die Welt ist total im Arsch. Alles, was uns bleibt, ist, diesen Whisky zu trinken und darauf zu warten, bis wir draufgehen. Hätte nicht erwartet, dass Sie so ein Feigling sind. Wir haben schon für eine Revolution gekämpft, bevor das Regime kam. Unsere Bürgerrechtsbewegung hat als erste Gleichheit für alle befürwortet. Kennst du das Konzept der Bürgerrechte, Terror Billy? Nein, wohl nicht. Du bist nur ein Soldat, oder? Kumpel, ich habe mein Leben für Freiheit und Gerechtigkeit in Amerika riskiert, während Sie und Ihre Künstlerfreunde überall Bolschewistenpropaganda verteilt und gegen die Mobilmachung gewettert haben. Was nutzt Ihre verfickte Gleichheit, wenn Sie nicht den Mumm haben, für Ihre Leute zu kämpfen, wenn der Kojote schon an Ihre Haustür kratzt? Wir stellten uns Ihnen entgegen. Der imperialistischen Kriegsmaschinerie der Vereinigten Staaten von Amerika und den Geldgeiern der Wall Street, die Kinder des Proletariats reihenweise in fremde Länder zum Sterben schickten, damit sie sich die Taschen füllen konnten. Es waren nicht ihre eigenen Söhne, die auf den verdammten Stränden bluteten. Nein, für ihre Drecksarbeit zogen sie Leute wie dich ein, während die Dollars reinströmten. Du bist eine Marionette kampflustiger Männer in edlen Anwesen. Ich habe den Scheiß durchschaut und wollte da nicht mitmachen. Und doch stehen sie vor mir, bewaffnet. Jagen das Regime. So wie ich. Unterschied, sie kommen zu spät zur Party. Hätten Sie mal Ihren Arsch bewegt, dann hätten wir den Krieg vielleicht gewonnen. Nur nichts für Schippenhorten, der frisst sich direkt durchs Horn. Davon wirst du blau, Terror Billy, du aufrechter Handlanger der Eliten. Hören Sie mal,
Für diesen Scheiß habe ich keine Zeit. Sie müssen sich entscheiden. Aufgeben und krepieren oder kämpfen. Ich will nicht mit dir streiten, Terror Billy. Ich habe das Kämpfen satt. Was hat? Wissen Sie was? Ich kriege bald Kinder! Und niemals werde ich sie in eine Welt voller Regimearschlöcher großziehen! Also was seid ihr? Hinterwäldlerische, degenerierte, besoffene, Bolschewisten-Feiglinge? Verdammte Verräter? Wow. Hat ihn umgehauen. Wow, okay. Mann, oh Mann, das ist das erste Mal, dass jemand nach mehr als einem Old Horton Special noch bei Sinnen war. Ich mag dich, Billy. Du hast Mumm. Na gut, lass uns eine Revolution starten. Zeig's uns! An dem Hündchen arbeitet Perry schon über einen Monat. Meine Fresse, haben Sie den gezähmt? Auge auf, über Kabel gezogen, fertig. Perry lernt schnell, ist clever und hat ihn durch. Also, wie ist der Plan? Du reitest ihn, Cowboy. Ja, Mann. Du reitest da raus, ziehst das Feuer dieser Pisser auf dich und wir schlagen uns mit allen Überlebenden zum Hafen durch. Geht klar. Alles steht und fällt mit deinem Boot. Es wird dort sein. Wow! Ruhig, ganz ruhig! Entschuldigen Sie. Horton, komm besser wieder hoch. Es wimmelt vor Regimesoldaten. Test, Test. Alles bereit, Terror Billy? Viel Spaß! Ja, geil. Ich würde sagen, wir kämpfen uns aber erst in der nächsten Episode durch die Massen des Regimes. Ich freue mich richtig drauf. Das wird bestimmt mega geil. Yeah! Richtig cool. Predigt und Prost, jawohl. Ja, mit diesen schönen Worten verabschieden wir uns. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like geben. Könnt natürlich auch was in die Kommentare schreiben. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Wolfenstein 2 The New Colossus. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.